Euer Partner hat jetzt auch YouTube entdeckt und hat DIY-Videos gefunden, um aus Fahrradschläuchen Taschen und Weihnachtssterne zu bauen. Heute zeige ich euch, wie ihr auf Tubeless umrüstet. Hi, hier ist der Tobi vom Fahrradgeschäft Fitbikes und heute schauen wir uns mal zusammen an, wie ein Laufrad, sofern es Tubeless ready ist, auch Tubeless bekommt. Also wir fangen an mit einem Laufrad eines guten Mitarbeiters von Fitbikes, das wir heute mal auf Tubeless umbauen wollen. Sprich, wir haben jetzt hier ein ganz normales System, wie ihr es kennt, mit Schlauch. Als erstes lassen wir mal die Luft ab. So, wenn die Luft dann draußen ist, kennt das ja, ganz normal den Reifen abziehen. Was mich hier gerade sehr freut, ich sehe schon, dass Tubeless-Band eingeklebt ist. Das macht es uns hinterher ein bisschen leichter. Wir haben es vielleicht schon mal erwähnt, beim Abziehen des Reifens, Felge, ne, ist wie so ein Uhr aufgebaut. Sprich, deswegen habe ich das Ventil auch oben und unten ist im Prinzip der Mantel. Bei den großen oder auch bei den Rennrädern habt ihr oft das Problem, ne, zieht es runter. Da werdet ihr merken, ihr werdet vermutlich nicht mal einen Reifenheber brauchen. Ich mache es trotzdem. Wir haben hier ganz gute, ziehen es mal kurz raus. Pop. Weil die Dinger, die sitzen stramm drauf. Bei Tubeless, das ist auch der größte Spaß, aber es geht eigentlich ganz easy. Wenn ihr eben diesen Tipp mit dem U beachtet. Hinterher beim Aufziehen ist es noch spannender drauf zu achten. So, Schlauch könnt ihr mal aufheben, auch wenn ihr Tubeless montiert habt, könnt ihr den letztendlich im Falle einer Panne nochmal verwenden. So, wir ziehen das ganze Ding runter. Basti ist auch gut gefahren, alles ist nass. Lecker. So, ganz wichtig, wie gesagt, wir brauchen eine Felge, einen Mantel und ein Felgenband. Felge und Mantel müssen tubeless ready sein. Das ist ganz entscheidend, da ist die Passung einfach nochmal anders. Sprich, Felgenband wird hier eingeklebt. Ihr seht es, im Falle der DT-Felge ist es schon komplett drin. Auch sauber geklebt. Was ihr auch sehen könnt, es überlappt. Sprich, hier ist der Kleber beginnt, hier ist das, das Ventilloch und der geht im Prinzip einmal außen rum, über die Stelle drüber, bis der her. Also das heißt, ihr nehmt immer noch mal zwei Speichen mit. Also das heißt, die hatten hier begonnen, kleben dann im Prinzip und hören hier wieder auf. Das heißt, das ist einmal ringsrum geklebt. Was mich jetzt freut, da muss ich es nicht selbst machen. Dann, ich ziehe mir da mal Handschuhe an, Isopropanol und so Zeug. Ist es nämlich ganz wichtig, dass das Zeug sauber ist. Ihr braucht dann auch noch die Milch bei manchen, also wenn es richtig super sauber ist und perfekten Sitz hat, ich glaube so alte Dura-Ace Sachen und so, die braucht nicht mal Milch. Wir machen es mit Milch, weil es ist gleichzeitig auch ein Pannenschutz. Boah. Ja, ist es. Boah. Also, macht das Felgenbett richtig sauber. Ihr seht, das ist zwar im Inneren, da ist trotzdem die Grütze dran. Dabei könnt ihr dann auch gleich nochmal gucken, ist das Klebeband fest, weil ist es das nicht, geht natürlich die Luft dran vorbei und dann sifft es hier raus, ne, oder hält nicht dicht. Ganz wichtig, das Felgenmaul. Ne, wir haben ja gesagt, die Felge ist so ein U und wenn man jetzt an die Seite guckt, dann ist da so ein Maul, wo dann im Prinzip dieser Draht sitzt, beziehungsweise der Wulst, der muss auch richtig sauber sein. Und im Zuge dessen könnt ihr eigentlich auch gleich heute Felge putzen, weil so easy geht es lang nicht mehr. Also ganz wichtig, Felge sauber, das macht ihr natürlich, bevor ihr das Felgenband klebt. Ne? Nachdem könnt ihr es nochmal machen, weil dann drückt das, Felgenband, also dieses Klebeband in dem Fall, nochmal sauber rein. Wichtig ist, es muss komplett abdecken, es dürfen keine Löcher sein und das Maul, also das Felgenmaul, muss noch frei zugänglich sein. Das Gleiche macht ihr bitte mit dem Reifen. Also das Ding muss auch sauber sein. Eigentlich mit einem alten Socken oder so geht es noch besser. Schauen, dass da der ganze Dreck unten ist. Auch eben nicht das Fuselzeug, deswegen ist so ein Socken viel besser. So, also wenn das alles sauber sitzt, sauber ist,
nehmt ihr euch so ein Ventil. Da ist nochmal bei den Tubeless-Ventil so ein kleines Ding dabei, um das Ventil, was im Prinzip hier drinnen sitzt, also der Stopfen, dass wir das nachher noch entfernen können. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man es macht. Also das Ding befüllen. Ganz wichtig, bei dem Ventil ist auch so ein O-Ring mit drauf, der kommt mit runter. Also der ist nicht innen in der Felge, sondern der kommt nachher außen drauf, wenn ihr im Prinzip das Ventil setzt. Dann habt ihr das Ventil, Gummi und im Prinzip das Festziehding ist da, legt das Ventil rein. Darauf achten, dass das wirklich sich sauber der Felge ansetzt. Wir haben jetzt hier, also so wäre es scheiße, ne? Seht ihr selbst. So rum, sauber im Felgenbett. Dann kommt der Gummi nicht davor. Und dann kommt das Teil im Prinzip zum Festziehen. Und dann zieht das mal an. So, jetzt merkt man schon, es geht schwerer. Ich nehme da immer noch mal den, Reifenheber. Drückt da im Prinzip gegen, weil da merkt er, dann geht da noch mal ein bisschen mehr. Kann es auch mit einem anderen Werkzeug machen. Wichtig ist, dass halt nicht scharfkantig ist und dass euch das nicht kaputt geht. So, dann ist das Ding fest. Schaut gut aus. Bewegt sich auch nicht mehr. Sauber drin. Wunderbar. So, dann kommt der Reifen. Ich entscheide jetzt mal für den Basti, dass der Reifen mit dem Logo zum Ventil zeigt. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr die Milch einfüllt. Einmal, die erste ist im Prinzip durch Auflassen des Reifens. Ne? Das heißt, ihr macht den Reifen jetzt zu. Würde dann so aussehen. Ne? Zapp. Und füllt jetzt hier im unteren Bereich die Milch ein. Das schaut dann aus wie so ein kleiner Teller. Ne? Das heißt, ihr nehmt das ganze Ding, wichtig ist davor, schön schütteln, Milch rein, es kommt dann darauf an, 650B würde ich jetzt so 60 Milliliter geben, 29er vielleicht 90, beim Rennrad ein bisschen weniger, aber es variiert auch. Und dann würdet ihr im Prinzip weiterdrehen, dass die ganze Suppe hier unten verschwindet. Ne? Ihr merkt, das ist dann schon auf beiden Seiten aufgezogen und dann könnt ihr im Prinzip zapp das Ding drüber machen und dann wäre die Milli drin. So, und dann kommt im Prinzip Luft drauf. Und das ist jetzt das Ding, warum ich das gerne anders mache. Weil ich so schon mal gucken kann und sehe, der Kompressor ist nicht angeschaltet. Also Ventil ist drin, Reifen ist drauf. Achtet auch drauf, dass das Ventil zwischen dem Reifen sitzt und nicht, dass es im Prinzip hier drüber liegt, ne? Weil so könnt ihr viel pusten, heiße Luft. Also guckt drauf, dass der Reifen da sauber drüber liegt. So, wir wählen jetzt die Variante, dass wir das Ganze durchs Ventil zugeben. Ich würde da empfehlen, weil wenn ihr das anders macht, kannst du auch ein bisschen Schweinerei geben. Wir machen es jetzt mit dem Kompressor, heißt, jetzt geben wir erstmal richtig Druck drauf. Das ist eigentlich auch das Entscheidende. Reifen sitzt. Ne? Also ihr hört dieses Geknacke und dann sitzt der Reifen im Prinzip sauber im Bett. Und dann merkt man auch gleich, ah ja, wo könnte es denn irgendwie undicht sein? Und da hat der Basti ein Loch im Reifen außen. Wo ist denn da schon wieder durchgefahren? Da klebt doch ekelhaft. Jetzt ist ganz wichtig, ihr habt dann bei jedem Ventil so ein Plastikding dabei. Es gibt es auch in professionelleren Varianten. Und damit schraubt das Ventil raus. Also das kleine Ventil. Das im Prinzip das eigentliche Ventil. Das ist ja nur der Halter. Jetzt merkt ihr auch, das Ding sitzt schon sauber drauf. Und das macht es mir jetzt leichter. Ne? Wir haben jetzt die Tubeless-Milch. Bleiben wir bei Schwalbe. Das hätte ich jetzt auch empfohlen. Das ist auch die richtige Menge. Nämlich 60 Milliliter. 650B super. Die gibt es auch in größeren Packen. Dann mache ich immer die Milch auf, weil da ist immer noch so ein kleines Siegel drauf. So, und jetzt gibt es verschiedene Varianten. Variante 1, ihr nehmt das Käppchen, was da schon dabei ist. Also ihr seht, da ist so ein Deckel. Der würde genau in das Ventil
also in den Ansatz reinpassen. Wenn er aber loslässt, dann wird es immer so ein bisschen Sauerei. Alternativ, ich habe mir die, damals waren die bei einem Reifensatz dabei, da sind dann auch immer Ersatzventile und sämtlicher Schnickschnack dabei. Auf dem Rennen habe ich immer das Ding da, dafür, weil das kann ich vorher schon aufziehen. Wenn Platten ist, Vollgas reingedrückt und für die letzten Kilometer reicht es dann schon. Wir machen es jetzt mal mit den Mitteln, die ihr auch zu Hause habt. Das heißt, wir nehmen das Käppchen, schrauben das drauf. Schaut, dass es wirklich dicht ist, weil Tubeless ist kein schönes Zeug, wenn es ausläuft. Ich wähle es immer so, dass ich es ein bisschen Luft rausdrücke, den Ding ansetze und dann drehe. Über die Kante, Druck, 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 Druck. Loslassen, Druck, 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 Druck. Und da seht ihr, da sifft auch fast nichts raus. Eigentlich sifft gar nichts raus. Kommen hier die vollen 60 Milliliter rein. So, und dann setze ich nicht einfach ab, sondern ich drehe es wieder nach seitlich zur Seite und drehe es dann nach oben. Jetzt kann man sich noch so einen kleinen Hordern nehmen, im Fachjargon auch Lumpen. Flasche abgezogen, fertig. Müsste auch nicht bis ganz nach oben, nur sollte noch was drin sein. Ich mache es eigentlich immer so 45 Grad versetzt. Dann nimmt das Ventil, schraubt es im Prinzip wieder ein. Das Werkzeug. Ich schicke euch da noch einen kleinen Link rein, weil ich habe hier auch noch mal, das zeige ich euch mal, das ist nämlich, wenn ihr das öfter macht, eigentlich ganz geil. Das nennt sich VC1 von Parktool. Da ist nämlich das Ding aus Alu und ich komme hier genau drauf und kriege hier auch ein bisschen besseren Druck dran. Ne? Also das nur vor Info hier. So, und dann ist das Ventil natürlich wieder offen. Jetzt könnte man das auch schon mit einer normalen Pumpe machen, weil den Kompressor bzw. ich zeige euch jetzt gleich nochmal den Flash Charger. Ist nur dafür da, dass sich dieser Reifen in dieses Felgenbett reinsetzt. Jetzt könnt ihr auch mit einer ganz normalen Pumpe arbeiten. Also das ist das Ding. Tankstelle oder so hilft da. Pumpt man auf. Gesetzt hat er sich ja schon. Und jetzt drehen wir das ganze Mittel. Das haben wir nämlich gerade schon gehört, dass es so ein bisschen pfff gemacht hat. Das war das kleine Loch, was der Basti da im Mantel hatte. Und es ist sofort weg. Man, kein Pfeifen mehr. Das Ding setzt sich. So. Pfeift nichts. Keine Sauerei. Ventil machen wir noch zu. Basti fährt ohne Ventilkappe und dann habt ihr ein geschmeidiges tubeless Laufrad mit hoffentlich weniger Pannenanfälligkeit und wenn, ihr habt es gesehen, ne, da war im Prinzip ein kleines Loch, das hat er auch im Schlauch gehabt, ne, sofort abgedichtet. Also das ist eine gute Sache. Das macht allerdings auch die Dichtmilch, also die Won-Dichtmilch, also die Doc Blue, die ist schon sehr, sehr gut, was das angeht. Man hört auch nichts. Hat sich gut gelegt. Wichtig ist bei Tubeless, das alle paar Monate auch mal abzuwechseln, so alle 1 bis 3 Monate, je nachdem, was ihr damit macht, ne? Weil das Zeug altert auch. Genau. Und das ist eigentlich alles, was es zu Tubeless zu sagen gibt. So, jetzt ist der Basti hier mit dem Enduro unterwegs. Wichtig ist mittlerweile, es gibt es nicht nur für Mountainbikes und eben Enduro und so weiter, sondern im Rennrad hat es Anklang gefunden. Im ganzen Cyclocross, weil ich den Reifendruck ein bisschen senken kann, hat es Anklang gefunden, aber mittlerweile sogar im Tourenbereich. Also ich habe Tubeless auch im Reiserad verbaut, weil wenn man es ordentlich macht, ne, es ist so ein Hin und Her, wenn das scheiße gemacht ist und ich verliere da ständig Luft, macht es natürlich keinen Spaß, wenn ich alle 2 Tage aufpumpen muss. Aber wenn ihr es sauber macht und ein gutes System habt, spricht nichts dagegen. Ne? Ganz im Gegenteil, so ein kleines Loch beim Reiserad schnell gefüllt oder geflickt von alleine. Genau, hier sieht man es auch, wie die Flüssigkeit da
das Loch stopft. Also da kommt ein bisschen Luft raus, aber das lassen wir jetzt einfach dann nachher so stehen. Heute Abend wischt da drüber und dann. So, wenn du jetzt sauteure Reifen hast, ne, die sowas haben, einen größeren Cut, mittlerweile gibt es Reparaturset, kennt ihr vielleicht früher aus dem Kfz. Es gibt auch von Parktool eigentlich diese Klebesachen, die für einen Schlauch gemacht sind. Damit könnt ihr, wenn ihr noch mit dem Schlauch unterwegs, also ich habe das auch trotz Tubeless immer noch dabei, plus Ersatzschlauch, weil ich mache es einmal sauber, ziehe den Schlauch rein, ne, und wäre dann auch wieder unterwegs. Und sollte dann der Schlauch kaputt gehen, kannst du es mit dem wieder flicken. Aber wenn man den, da ist so ein Schleifpapier dabei, und wenn man den Mantel von innen anschleift, dann geht es da auch super drauf und bringt dich auf jeden Fall nochmal nach Hause, wenn ihr da eine gröbere Panne habt und keinen Ersatzschlauch dabei. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Wie gesagt, nicht nur Mountainbike, sondern auch Rennrad, Cross, Touren, Reiserad. Mittlerweile ist da alles abgedeckt, was das Tubeless-Gedöns da angeht. Wenn ihr noch Tipps habt, wie es noch, ja gut, sauberer geht es jetzt in dem Fall nicht, aber es kann dreckig enden. Aber wenn ihr noch Tipps habt, schreibt sie mit in die Kommentare, freue ich mich drauf. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit Tubeless. Wie gesagt, wenn Fragen, Wünsche, Anregungen, andere Tipps sind, schreibt sie in die Kommentare. Und ihr könnt auch gerne eure Weihnachtsdeko aus alten Schläuchen dann bei Instagram Hashtag Fitbikes posten. Cool, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis denn!